Danke, 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 danke. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ihr kennt mich noch. Joris, GSP Airsoft 2014, neues Jahr. Mit viel Power starten wir jetzt mal da rein. Ja, will ich vorerst noch was sagen. Und zwar, wie ihr schon mitgekriegt habt, haben wir jetzt ein neues Teammitglied. Und zwar ist das der Bernie von Airsoft Desire. Seinen alten Kanal oder seinen Kanal, den er jetzt nicht mehr weiterführt, weil er jetzt bei uns ist, verlinke ich euch mal hier. Da könnt ihr mal drauf gehen und euch den schon mal angucken, weil der kommt jetzt bald. Wahrscheinlich schon nächste Woche. Okay, zweitens zum Gewinnspiel. Zum Gewinnspielvideo verlinke ich euch mal hier, damit ihr euch das anguckt. Dazu sage ich jetzt noch nicht mehr viel. Und zwar geht ihr dazu bitte auf die Facebook-Seite von dem guten Tommy P., also dem Mechaniker von GSP Airsoft, der auch jegliche Waffen aller Art, außer die 05er. Okay, die 05er repariert er, glaube ich, noch. Und über 0,5 Joule, da geht's dann mit dem Tuning, dem Verbessern los. Müsst ihr einfach mal anschreiben. Ja, geht da auf die Seite, da gibt's dann wirklich nochmal alles zum Gewinnspiel. Da wird auch der Gewinner bekannt gegeben, also nicht auf diesem Kanal, sondern bei Tommy P. auf der Facebook-Seite. Ja, ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja genau. Das Gewinnspiel legen wir jetzt auf Sonntag. Also jetzt diesen Sonntag wird der Gewinner bekannt gegeben auf Tommy P.'s Facebook-Seite. So, das haben wir jetzt. Womit fangen wir an? Wie ihr im Titel schon lesen konntet, geht es heute um den Schusstest der Beretta M9. Das gute Stück haben wir hier. Review verlinke ich euch dort. Auch bitte vorher mal angucken, bevor ihr den Schusstest guckt, weil hilfreich. Genau, machen wir jetzt, weil es im Moment das Wetter eigentlich, es ist ziemlich windig, es regnet, aber die Temperatur spielt hierbei eine sehr große Rolle, und zwar ist das eine GBB-Waffe, also wird die mit Gas betrieben. Gas haben wir natürlich auch dabei. Deswegen, es sind jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 14 Grad, 15, 16. Es geht. Das Ding lag jetzt die ganze Zeit im warmen Auto, also ist sie ein bisschen vorgewärmt. Das kriegen wir also hin. Herstellerangabe liegt bei 1 Joule. Kommt auf das verwendete Gas an. Magazinkapazität sind 24 Schuss. Geschossen machen wir mit 0,25 Gramm, weil ich einfach keine anderen da hatte. Hop-Up ist eingestellt. Review könnt ihr sehen, wie man das Hop-Up einstellt. Und geschossen wird diesmal auf einen grünen Punkt. Dort. Schussdistanz machen wir 20 bis 25 Meter. Sollte eigentlich ausreichen. Nehmen wir die 25. Ballern wir mal ein ganzes Magazin drauf. Los geht's. Beretta M9, 1 Joule, 0,25 Gramm, 25 Meter, GSP Airsoft. Los geht's. Okay, da ging auch wirklich einige daneben. Ich hol das Target mal hier hin. So Leute, von 24 Schuss haben 7 das weiße Blatt Papier getroffen, davon keiner den grünen Punkt. Ungefähr 3 Stück gingen noch ans Blech, das haben wir gut gehört. Sind insgesamt 10 Schüsse, haben das komplette Target getroffen von 24. Naja, 25 Meter war eine gute Distanz. Wie gesagt, menschliche Körper sind größer. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch einmal so die Blowback-Funktion, und zwar von nahem. Und dann schießen wir nämlich noch, würde ich sagen, eine Runde auf den Chronographen, damit wir noch wissen, wie viel Power das Ding generell hat. Ja, fangen wir mal an mit dem Blowback. Dann jetzt zum Chronotest. Also immer um die 80 Meter die Sekunde.
Ja, Leute, das war's dann jetzt auch schon wieder von mir und der Beretta M9. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, nächsten Freitag, wenn es wieder heißt GSP Airsoft. Eine neue Folge, eine weitere Folge und dann die nächsten Freitage sowieso, seid ihr eh immer dabei. Ja, das war's von mir, Joris, GSP Airsoft. Bis zum nächsten Freitag. Macht's gut.